Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Android Weekly News. Hier nun die Nachrichten der vergangenen 23. Kalenderwoche. Das Internetunternehmen aus Mountain View, Google Incorporation, geht in diesen Tagen als innovativster Konzern weltweit. Mit dem Projekt Loon plant Google gemeinsam mit Facebook mithilfe von Ballons das Internet an Orten der Welt zu bringen, denen sonst kein Mobilfunknetz gegeben ist. Nachteil dieser Technologie ist, dass Ballons den wetterbedingten Einflüssen unterlegen sind und so wie in den vergangenen Tagen berichtet, beispielsweise auf dem Weg in die Stratosphäre in einem Strommast sich verfangen. Aus dem Grund plant Google nun ersten Berichten zufolge, 180 Satelliten im Wert von 3 Milliarden US-Dollar in eine niedrige Erdumlaufbahn zu bringen, um so Dritte Weltländer mit Internet zu versorgen. Zumindest würde sich so der kürzlich erfolgte Kauf von dem Luft- und Raumfahrtunternehmen Titan Aerospace erklären. WhatsApp ist mit ca. 450 Millionen Nutzer eines der größten Instant-Messaging-Anbieter weltweit. Nun hatte der CEO des kalifornischen Unternehmens, Jan Koum, anlässlich der Worldwide Developer Conference von Apple Grund zur Sorge. Stein des Anstoßes ist die Bekanntgabe der neuen Funktion von iMessage unter Apples neuem mobilen Betriebssystem iOS 8. So wird das Unternehmen aus Cupertino in seiner eigenen Messenger-Applikation Features wie Sprachnotizen über Push-to-Talk, das Verschicken von Bildern und Videos oder gar die Standortinfos für seinen Chatpartner implementieren. Dinge, die WhatsApp bereits seit langem zur Verfügung stellt, sich aber nicht hat patentieren lassen. Apple hat in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal gezeigt, dass sie sich gerne von anderen inspirieren lassen, um dann das Projekt zu finalisieren und mit entsprechendem Patentschutz zu versehen. Eines der größten Vorteile eines Google-Entwickler-Smartphones wie die verschiedenen Nexus-Geräte ist nicht nur sein mehr als günstiger Anschaffungspreis, sondern auch, dass man immer als erstes mit einem neuen Betriebssystem-Update bedacht wird. So wurde am Mittwoch vergangene Woche bekannt, dass ab sofort over the air das Update auf die Version 4.4.3 KitKat für alle Nexus-Geräte, den aktuellen Smartphones des noch Tochterunternehmens Motorola und den sogenannten Google Play Editions einiger Modelle wie dem Samsung Galaxy S4 ausgeliefert wird. Das Update behebt einige Fehler im Betriebssystem wie den Battery Bug, der bei Kameranutzung die App trotz Beendigung im Hintergrund weiterlaufen ließ. Mit neuen einheitlichen Google-Design zeigt sich nach dem OTA-Update die Telefon-App inklusive Tastatur und Kartenansicht der Kontakte in Blau. Für die Modelle Motorola Moto E, G und X wurde die Software der Blitzlicht-LED überarbeitet, was zu einer besseren Fotoqualität führen soll. Für sorgende Eltern gibt es nach dem 4.4.3-Update auch eine sogenannte Alert-Funktion, die in vergebenen Zeitintervallen Positionsdaten an entsprechende Kontakte übermittelt. Nun dürfte es auch nicht mehr allzu lang dauern, bis Google das nächste große Update auf die Version 5.0 Lollipop mit richtungsweisenden Designwandel ausliefert. Am Donnerstag vergangene Woche startete Android TV gemeinsam mit Samsung Deutschland die sogenannte Samsung Get Fit Challenge, bei der die teilnehmenden Leser zweimal ein Samsung Galaxy S5 inklusive einer Samsung Gear Fit Smartwatch gewinnen können. Ziel der Challenge ist es, mithilfe der Samsung-Produkte innerhalb von 3 Monaten 7 Kilo abzunehmen. Hierbei geht es zum einen die Motivation zum Durchhalten in Zusammenarbeit mit dem Galaxy S5 Smartphone und der Gear 2 Smartwatch zu überprüfen, als auch zum anderen mithilfe von einer Ernährungsberaterin und einem Personal Trainer die Empfehlungen der Samsung-Applikation S-Health zu kontrollieren. Sollten Sie nun auch gerne einen Samsung Galaxy S5 und eine Gear Fit gewinnen wollen, so müssen Sie nur auf unserem Blog ein Gewicht tippen, welches nach 3 Monaten durch unseren Aspiranten erreicht wurde. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Mit den Firmen Qualcomm, Rockchip, MediaTek, Nvidia und Intel gibt es weltweit nur eine begrenzte Anzahl an Herstellern für mobile Chiptechnik. Da war es nicht weiter verwunderlich, dass der chinesische Hersteller Huawei im Jahre 2012 mit dem HiSilicon K3V2 die erste eigene CPU für das Ascend D1 Quad Smartphone produzierte.
Am Freitag vergangene Woche stellte Huawei nun den HiSilicon Kirin 920 Octa-Core-Prozessor vor. Dieser besteht aus 4 Cortex-A15-Kernen mit einer Maximaltaktfrequenz von 2 GHz und 4 Cortex-A7-Kernen mit 1,6 GHz. Erste Benchmark-Tests bescheinigen dem HiSilicon Kirin 920 deutlich bessere Werte als dem aktuellen Marktführer, dem Snapdragon 801 von Qualcomm. Selbst das zu erwartende Spitzenmodell, der Snapdragon 805, soll dem Prozessor von Huawei ebenfalls unterlegen sein. Man darf also gespannt sein, in welchem Smartphone Huawei den HiSilicon Kirin 920 das erste Mal verbauen wird. Und nun wie jede Woche an dieser Stelle die Wettervorhersage für die kommenden 7 Tage. Pfingsten wird heiß. Schon heute sind landesweit 28 bis 34 Grad drin, am Montag sogar noch mehr. Selbst abends um 10 sind es noch deutlich über 25 Grad und nachts kühlt es in den Städten kaum unter 20 Grad ab. Tagsüber herrscht bei viel Sonne bestes Freibadwetter. Erste teils kräftige Hitzegewitter könnten jedoch im Nordwesten den Badespaß verderben. Im Laufe der Woche nimmt die Unwettergefahr in sehr drückender Luft überall zu. Kräftige Gewitter breiten sich von Westen nach Osten aus und beenden das heiße Wetter. Während man im Nordwesten schon vor der Wochenmitte wieder durchatmen kann, hält sich die sehr warme Luft im Südosten noch 1 bis 2 Tage länger. Weitere Sendungen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und auf unserem Blog unter go2android.de. Die nächste Android Weekly News gibt es, wenn Sie mögen, am kommenden Sonntag um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben.